So. Allerdings ist eine schmale Ritze in der Wand erkennbar. Wollt ihr versuchen, das Regal zur Seite zu schieben? Ja. Wir sehen eine Wand dahinter und untersuchen sie genauer. Ihr entdeckt in der Decke über der Tür in etwa 3 Schritt Höhe eine kleine, etwa Silbertaler große runde Öffnung. Leider ist das Loch für euch unerreichbar und so schiebt ihr das Regal wieder zurück an seinen Platz. Also brauchen wir nur irgendeine Strickleiter oder dergleichen? Ne, eine Strickleiter müsste man irgendwo festmachen können. Wir bräuchten eine richtige Leiter. Wir hatten vor kurzem ein Regal gehabt. Mit Kletterutensilien. Speere, Pike. Mit den Speeren in das Loch pieksen? Da war nur Krimskrams drin. Und geschlossene Tür. Ach, das ist die Tür, die... Nanu? Warum ist die Tür geschlossen? Knacken. Haken, Wintermantel, Wurfbeile, Öl, Lakritze, Bronzeflasche. Nö. Seile, Decken, Wasserschläuche, Zunderkästchen. Auch nicht. Truhe? Gibt's nichts mehr zu holen. Die Gym muss irgendwie zugefallen sein. Weil wir waren da anscheinend schon. Aber sei es drum. Wir haben langsam wirklich zu viel Zeit hier in der Feste verbracht. Der Zwerg scheint nicht hier zu sein. Und das reicht uns. Also gehen wir jetzt langsam Richtung Ausgang. Und wir haben den Ork schon so sehr viel Schaden zugefügt. Also wir haben ja Dutzende alleine umgebracht. Wir haben deren Belagerungswaffen zerstört, deren Kriegskasse geplündert. Der Häuptling, wie auch immer er hieß, Ichtach, so wie noch. Wird die ganze Meute nicht beisammenhalten können. Nicht nach so einem Ehrverlust. Oh, deren Banner haben wir zerrissen. Genüsslich zerrissen. Also ja, die werden den Kopf abreißen dafür, dass er das hat zulassen. Dafür, dass er das zugelassen hat. So, da geht's raus. Also westlich. Das ist östlich. Westlich. So. Mauer. Ach, hier war irgendwann eine Geheimwand, wo wir durchgegangen sind. Hier ist nämlich der große Raum. Das ist falsch. Oder auch nicht. Wir müssen durch den Raum und dann gleich wieder nach Westen. Okay. Also durch den Raum, gleich wieder nach Westen und durch die Geheimwand. Genau. Und raus hier. Hier führt eine flache Rampe hinaus. Das Tal vor euch ist vom Tageslicht erhellt. Es scheint, als hättet ihr es geschafft. Ja, das haben wir. Routenplanung, wo wollen wir hin? Nach Süden zwangsweise. Weiter. Ja, wo suchen wir jetzt nach dem Zwerg? Also wir hatten hier oben die Nachricht gehört, dass die Magier unten sind. Aber von dem Zwerg haben sie nichts gehört. Hier unten waren wir auch schon, also sollten wir wenn, dann weiter nach oben. Eine neue Route erkunden im Gebirge? Nee. Wir gehen erstmal zurück zu der Taverne hier oben. So, so, so. Und das reicht erstmal. Lagerplatz suchen. Jetzt können wir endlich wieder richtig verschnaufen. Was gibt's noch zu beachten? Zurück. Erstmal sollte Mürren wieder die Führung übernehmen. Gwendolyn kann die ganzen Schlüssel an der Schlüsselbund hängen. Die Wasserschläuche bräuchten wir eh gar nicht mehr. Die könnten also auch aussortiert werden. Wo war der Magische? Da ist der Magische, gut. Du wegwerfen. Jo. Rezept für Jala Feuer. Stopp. Gegenstand benutzen.
Haben wir es jetzt schon eingetragen? Gegenstand benutzen? Kein Schreibzeug. Oh, okay. Also wir sollten bei Zeit ein Schreibzeug besorgen, damit sie die ganzen Rezepte eintragen kann. Ah, Schlüsselbund hat sie. Alchemie-Set, okay. Wir sollten auf jeden Fall irgendwo was verkaufen. Wir sind ja doch ein wenig beladen mit Gold. Genauso wie es sein soll. Und Zaubertränke kaufen wir sehr schön. Aber ich denke nicht, dass wir so schnell wieder bei der größeren Stadt vorbeikommen, wo die verkauft werden. Ja, das soll fürs Erste reichen. Und schlafen, ja. Keine Kräuter, aber Rast. Und keine Ork-Latrinen und Ork-Patrouillen und Orks. Einfach nur frische Luft. Schlafen, jo. Noch mehr Tanelen, noch mehr Astralenergie. Oh. Ja, Tirik, damit wirst du leben müssen. Aber wir sollten doch ein wenig strammer marschieren langsam. Nicht, dass es uns wirklich eilt, aber der Salamanderschein, schon wieder dieser Troll, Waldschrat. Aber der Salamanderstein scheint ja die Eigenschaft zu haben, immer wieder gestohlen zu werden. Und das wäre jetzt doch ein wenig ärgerlich, wenn das wieder passieren würde. Also sollten wir ihn möglichst schnell bei dem Zwerg abliefern. Terry könnte die Axt doch einfach verstecken. Aber nein, muss sie immer in der Hand haben. Das ist ja auch eine schöne Axt und so, aber trotzdem... Oh, was ist denn los? Ich glaube, ich habe was gehört. Goblins. Och nö. So, die paar Rohpelze können gar nichts. Wobei mir dabei auffällt, wir sollten auch unbedingt in der nächsten Stadt oder Dorf Pfeile kaufen gehen. Säbel. Okay. Wir füllen unsere Wasserflaschen auf. Und wieder Goblins. Das ist ja komisch hier. Also die Ork-Feste haben wir einigermaßen dezimiert, aber die Goblins? Haben die vielleicht auch irgendwo ein Lager hier? Aber wenn ja, dann sollten wir uns später darum kümmern. Momentan haben wir echt Wichtigeres zu tun. Wir wollen nämlich nach Norden. Wir sollten mal ganz kurz gucken, wo die ganzen Schwerter abgeblieben sind. Nicht, dass irgendjemand total überladen ist. Ernsthaft, wo sind die Säbel abgeblieben? Ach hier. Und nicht überladen. Sehr schön. Zwei Grömornblätter. Und wieder Goblins? Oh, nee. Die sind zäh. Zaubern. Kampf. Ifaxius. Auf dich da hinten. Maximale Stufe. In Kende. Slung. Ist aber nicht schön. So, du hast gar keine Waffen mehr. Also Kampf. Fulminictus. Auf den. 15, sehr schön. Du machst genau das gleiche. Kampf von Nictus auf dich. Wir sind echt zäh. 37 Trefferpunkte hat er schon abbekommen. So, du läufst mal da so hin. Du kümmerst dich um den da hinten. Sichern. Tirik schnarcht immer noch vor sich hin. Aha, also. So, du lauf mal auch zu dem. Alte Option. Oh, Verstärkung ist gekommen. Aber das passt ja. So, du... Da so. Du bleibst da stehen und haust ihn. Nicht alle auf Talana schießen. So, du dahin.
Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf ihn. Okay, dann halt mit 6. In Kende. Achso. Zaubern. Kampf. Fulmen auf den. Du müsste eigentlich gleich umkippen. So, du sicherst einfach. Du wirst wieder angeschossen. Und du kommst jetzt endlich ran. Also, den hauen in den Rücken. Du sicherst. Oh. Du gehst dahin. Du zaubern Kampf. Fulmen auf den, der jetzt auch umkippen müsste. Und genau. Sind nur noch 3 Stück. Ist doch schon wesentlich machbarer. So, du. Ja, kannst dich im Weg stellen, dass nicht immer auf Tadana geschossen wird. Angriff. Den Räuber. Machst einfach ein Blitzdichtwind. Fulmen Tekeda. So, und schon wird sie nicht mehr angeschossen. Angriff auf den. Oh, sehr gut. Alte Option. Und kaputt. Du sicherst. Da verschießt der andere auf sie. Nee. Mag niemand Talana. Du ganz schnell dahin. Du stellst sie einmal mal hinter das Gebüsch. Du sicherst, du gehst etwas langsamer zu dem Dieb. Obwohl wir jetzt eigentlich schon die ganze Gruppe keine Magie das Ganze so durchrattern lassen können. Auch wenn Talana jetzt wieder das Unsinnigste überhaupt macht, aber das passt schon. Tirik und Giro werden den letzten umbringen, das war's. Genau. Go, go, Tirik. Sag ich ja. Pfeile kommen mit, auch wenn es nur 4 Stück sind. Den Rest lassen wir erstmal da. Und 3 Dukaten. So. Weiter. Routenplanung, wir würden gerne nach Norden. Und endlich wieder in einem Gasthaus schlafen. Weiter marschieren. Wir wollen die Herberge unsicher machen. Und zwar wollen wir erstmal richtig gut essen. Ja, oder auch nicht. Dann fragen wir mal unverfänglich nach Ingramosch. Ist das nicht so ein Tjolmarer Zwergenfürst? Tjolmar. Tjolmar soll nordwestlich von hier sein. Da können wir auf jeden Fall mal hinhören. So. Und jetzt schlafen in einer Suite natürlich. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Und zwar... Ja, eine Nacht muss reichen. Talana, Meditation. So. Stopp. Benutzen. Jallen, Wunden heilen, Talana. Genau, und schlafen. Ach ja, endlich wieder ein ordentliches Bett. Und schon wieder weiter. Also zu Fuß. Im Nordwesten, meinte er. Das heißt, nördlich, nordwestlich. Die Stadt kennen wir doch auch. Nee, das reicht erstmal. Fällt irgendjemand rein in die Furt? Tirik fällt ins Wasser. Und nur Tirik fällt ins Wasser. Sollten wir auf jeden Fall bei der nächsten Nachtruhe mal schauen, wo er sich verschnupft hat. Aber nee, sieht gut aus. Keine Tiere, keine Kräuter. Kein Angriff in der Nacht. Oh, Ork-Patrouille. Aber wie wir wissen, Orks kann man eigentlich getrost ignorieren. Oh. Außer Talana bekommt einen auf den Deckel. Aber das kommt davon, wenn man mit dem Zauberstab in die erste Reihe will.
Das wird sie auch noch irgendwann lernen. Ah, und da können wir gleich alle unsere Beute loswerden und Pfeile kaufen und. Sehr schön. Schlafen. Jo. Keine Kräuter. Alle regenerieren sich einigermaßen. Sehr schön. Ja, schaffen wir es noch? Nö. Dann kommen wir halt vormittags an, ist auch okay. Haben die Geschäfte wenigstens geöffnet.